Hallo und schön, dass ihr da seid. Ich habe eine riesige Bucketlist an Spielen, die gezockt werden wollen. Und jetzt gab es vor kurzem Half-Life im Angebot und ich habe gedacht, dann mache ich daraus doch ebenfalls eine YouTube-Aufnahme. Und wie schon bei Dark Souls, ich habe das Spiel noch nie gespielt, noch nie gestartet. Wir gehen rein. So, also ich denke mal, New Game wird passen. Nein, zuerst müssen wir einmal. Ticken leiser machen. Wir gehen auf Medium Difficulty. Easy brauchen wir nicht. Ganz so schlimm ist es nicht, aber wir wollen uns auch nicht überfordern, oder? Let's go. Gott, dieses Menü. Diesen Guten Morgen Ladebalken. und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Moment. Moment, Moment, Moment. Nochmal neu starten. Entschuldigung. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Im Black Mesa Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. Perfekt. 22 Grad habe ich am liebsten, vor allem beim Shoppen. Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Festlabors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüfen. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Okay, hätte ich da aufpassen müssen? Aufgrund der hochgiftigen Materialien, die im Black Mesa Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen. Begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintrifft. Okay. Der Zehnkampf auf dem Black Mesa Gefahrenkurs beginnt heute Abend um 19 Uhr auf Level 3. Das Halbfinale für das Hochsicherheitspersonal wird in einer separaten, nur mit entsprechender Berechtigungsstufe zur Übertragung angegeben. Denken Sie immer daran, nicht nur Ihr eigenes Leben hängt von Ihrer Fitness ab.
Haben Sie einen Freund oder Verwandten, der für das Black Mesa Team eine wertvolle Bereicherung wäre? Zurzeit gibt es freie Stellen bei Materialtransport und Wachdienst mit niedriger Sicherheitsstufe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Physik, Biotechnologie oder anderen hochtechnisierten Fachgebieten verfügt, setzen Sie sich bitte mit unserer Rekrutierabteilung für Zivilwesen in Verbindung. In der Black Mesa Forschungsanstalt werden die Mitarbeiter und alle Angestellten absolut gleich behandelt. Eine wichtige Erinnerung an alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen. Was hier abgeht? Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C. Okay. Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück und warten Sie, bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Wir wünschen Ihnen einen sicheren und produktiven Tag. Guten Morgen, Gordon. Sieht so aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Ich wollte gerade nicht die ganze Zeit nicht Escape drücken, weil er vorhin dann den Dialog unterbrochen hat. Ist immer noch sehr schnell. Ich muss hier einmal ein bisschen runterdrehen. Ah, besser. Und ich laufe aber auch brutal schnell. Zoom. Aber gut. Wuhu. Ah, diesmal macht er die Piepgeräusche nicht selber. Am Zug hat er seinen Mund bewegt und es sah aus, als würde er die Geräusche machen. Mein Gott. Es ist immer noch recht laut, ne? Darf ich einfach durch? Tut mir leid, ich muss auf meinem Posten bleiben. Hat das nicht Zeit bis später? Bis später, ich gebe ein Bier aus. Na okay, ja, alles klar, dann gehe ich. Anomale Materialien. Ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich, aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabsturzen. Ich versuche immer noch meine Dateien wiederzufinden. Ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Test haben wir zwar auch Probleme gegeben, aber das ist, glaube ich, inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutzanzug anhast. Das ist der absolute Hammer, ne? Tut mir leid, ich bin im Dienst, Gordon. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Tut mir leid, ich muss auf meinem Posten bleiben. Tut mir leid, ich bin im Dienst, Gordon. Bis später, ich gebe ein Bier aus. Okay. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Ja, ich gehe ja schon. Oh, hey, wer bist du denn? Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Ich will jetzt nicht gestört werden. Mensch, das ist nicht Ihr Ernst. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Sollten wir uns nicht die Zeit nehmen und eine weitere Kalibrierung durchführen? Wissen Sie, manchmal wiederholen Sie sich ganz schön. Guten Morgen, Freeman.
Heute ist ein großer Tag, Freeman. Die Probe wurde gerade im Testraum abgeliefert. Das ist gigantisch gut. Ich bin sehr schnell unterwegs. Liegt das an meinen hohen Frames? Aber mir sagt jetzt hier auch keiner, wo der Testraum ist, ne? Das ist okay. Pausenraum haben wir gefunden. Ich frage mich, ob ich den Test nochmal machen soll. Ah, guck mal, hier ist ein Anzug. Den soll ich ja anziehen, hieß es. Haha, nice. Okay, Anzug haben wir. Ich vermute mal, da war der Pausenraum. Was ist hier? Hallo? Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Ja, ist ja gut. Ist hier der Testraum irgendwo? Schön, Sie zu sehen. Ich will jetzt nicht gestört werden. Alles sieht korrekt aus. Sag mal, du bist aber ganz schön flink unterwegs. Zeit bis später. Hat das nicht Zeit bis später? Bis später, ich gebe ein Bier aus. Okay, dann ist gut. Wo leiten die mich hier hin? Muss ich hier lang? Ich weiß es nicht. Ich spring mal lieber nicht runter. Ich habe kurz überlegt. Schön, Sie zu sehen. Ja, hi. Freue mich auch. Test Lab Access. Okay. Ionization Chambers, Plasma Cells. Test Lab Access. Klingt doch gut. Also dem Grünen hinterher. Let's go. Ah, ich bin die ganze Zeit am Sprinten. So ist das. Tut mir leid, ich bin im Dienstgott. Wie bist du jetzt hier vor mir gelandet? Ich muss auf meinem Posten bleiben. Hat das nicht Zeit bis später? Tut mir leid, ich muss auf meinem Posten bleiben. Bis später, ich gebe ein Bier aus. Okay, in Ordnung. Wie schnell der immer ist. So, grün. Dem grünen Pfeil folgen. Hallo, Leute. Ah ja, Freeman, da sind Sie ja. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten Sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum. Ist das geil, ey. Ah, wie die sich anhören, als hätten die vor ihrem Computer mit einem ganz normalen billigen Headset diese Sache aufgenommen und gesprochen. Okay, gehen wir mal in den Testraum. Hallo! Ja, Leute. Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Das sollte doch überhaupt nicht passieren. Okay. Okay. Ist hier der Testraum? Oh, das fühlt sich viel zu schnell an, aber hey. Oh, okay, wir drehen uns. Testlab, let's go. Den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabil. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem unwahrscheinlich. Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen wird. Na gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie.
Also los! Lass mich weiter reingehen! Okay. So, muss ich da jetzt rein? Ich weiß nicht. Bin mir nicht so sicher, ob ich das will, ehrlich gesagt. Irgendwelche Proben. Hallo? Ja, kann euch Hier hören. scheint alles in Ordnung zu sein. Also gut, Freeman. Der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, darauf zu klettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Ah, jetzt ist der Schalter offen. Na klar, mache ich das. Was denn? Hochkondensatoren bei 105%. Ja, es ist wahrscheinlich kein Problem. Vermutlich nicht, aber ich habe eine kleine Abweichung in. Nein, doch nicht. Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Die Sequenz läuft weiter. Ich erhalte gerade die Information, dass das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. Im Ausgabeschacht. Aha. Ja, ist ja gut. what the fuck? Oh. Würde die mich bitte... What? Wow. Okay. Unvorhergesehene Konsequenzen. Ich vermute, dass das das erste Level war und deswegen mache ich jetzt hier einfach ein Outro. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.